Hallo und herzlich willkommen beim Der Gerd Macht's. Wir haben Anfang November draußen, Herbst, Erntezeit, teilweise schon zu Ende. So, deswegen möchte ich heute was kochen, was ich auch im Winter essen kann. Ich werde heute ungarische Lecce kochen, werde ich in Gläser einmachen und im Winter schön genießen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, bleibt bitte dran. Für mein Lecce habe ich vorbereitet folgende Zutaten. Ich habe hier 3 Kilo Paprika, rote und orangene. 2 Kilo etwas reife, teilweise überreife Tomaten, 1 Kilo Metzgerzwiebel, ein paar Chilischoten, ein paar Knoblauchzehen, ein paar Lorbeerblätter, passierte Tomaten, Honig, Himalayasalz und was ich da noch reinmache als Clou, ich mache da noch Weißwein rein, trockenen Weißwein. Jetzt werde ich meine ganzen Zutaten schnibbeln und dann geht es schon auf nach draußen in die Küche zum Kochen. So, nachdem ich jetzt alles geschnibbelt habe, Paprika, Zwiebelchen, Knoblauch, Chili, Tomätchen, jetzt gehe ich raus in meine Autoküche und werde ich da draußen mein Lecco Lecce kochen. So, jetzt bin ich draußen angekommen an meinem Gasgrill, an meiner Autoküche. Topf steht auf dem Herd. Wird langsam heiß. Jetzt kommt erstmal ganz normale Pflanzenöl. Ich habe Sonnenblumenöl, ein ordentlicher Schluck Sonnenblumenöl. Wenn das Öl dann heiß ist, dann kommen jetzt meine Zwiebeln rein. So, einmal noch prüfen, ob das Öl schon heiß ist. Ja, jetzt zischt um die Zwiebeln rein. Lasse ich jetzt etwas goldgelb knusprig anbraten. So, die Zwiebelchen haben langsam Farbe gekriegt. Jetzt hole ich die alle raus. Ja, kommt wieder Öl rein. Und wenn das Öl gleich heiß ist, dann kommt die Paprika rein. So, Öl ist heiß, kommt jetzt ein Teil der Paprika rein. So, die nachdem die Paprika auch etwas angeschmort ist, hole ich die auch raus. So, jetzt werde ich nochmal Knoblauch anbraten ein bisschen und die Tomaten. Knoblauch anschwitzen, Chilis. Jetzt ist Knoblauch und Chilis etwas angebraten. Jetzt kommen die Tomaten rein. So, die Tomaten kochen jetzt auch. Jetzt kommt etwas Weißwein rein. Ungefähr 1/2 Liter Weißwein. So, die Soße, die Suppe kocht wieder. Jetzt kommt alles wieder rein, die Zwiebeln. Dann die geschmorte Paprika. Für die Säure sorgen Tomaten und Wein. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz rein, ungefähr 2 Esslöffel Salz auf diese Menge, Himalaya-Salz. So. Für die Süße tun wir etwas Honig rein. Honig nach Geschmack, ich muss nachher noch so abschmecken. So, jetzt kommt noch 1 Liter passierte Tomaten kommen noch da rein. Das werden wir jetzt alles aufkochen, naja, Hitze reduzieren und je nach ja, Konsistenzart 2 Stündchen ungefähr kochen. Jetzt kommen noch meine Lorbeerblätter rein.
So, mittlerweile kocht mein Lecce jetzt seit knapp 4 Stunden. Bin ich von draußen reingekommen. Draußen ist es dunkel und es regnet so stark. Jetzt werde ich das ausmachen und in Gläser abfüllen. Und dann kann ich das essen nach 2 Tagen, wenn es kalt ist, kann man das genießen. So, jetzt habe ich mein Lecce in Gläser abgefüllt. Da sind jetzt 5 Gläser, ungefähr 700 Gramm geworden. Die werde ich jetzt 2 Tage abkühlen lassen und dann verzehren. Also probiert habe ich das, war sehr, 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 sehr lecker. So, jetzt bin ich auch am Ende meines Videos angelangt. Mein Lecce ist fertig, ich muss jetzt 2 Tage abkühlen, dann kann man das genießen. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, mein Video zuzugucken. Wenn euch gefallen hat, wollt ihr mich loben, macht Daumen nach oben. Wollt ihr mich wiedersehen, drückt auf die Glocke. Vielen Dank dafür und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, der Gerd macht's.